Ihr habt mir und Carrie einen Dieb auf den Hals gehetzt und Matt verhaften lassen? Das ist fast richtig, mein lieber Niles. Danke, Millie. Stellen Sie das einfach ab. Bitte, Matt. Carrie, bedienen Sie sich. Also, was heißt das fast richtig? Nun, der gute Harry wollte damit sagen, dass genau genommen er allein es war, der den Einbrecher engagiert hat und ich hingegen derjenige war, der mit der Polizei von Glenarvan, Alaska operiert hat, kooperiert. Macht das einen Unterschied? Wieso habt ihr euch eingemischt? Liebe Zoe, du kannst das sicher nicht nachvollziehen, aber in unserem Alter, ja, man kommt kaum noch vor die Tür, das ein oder andere Zipperlein meldet sich, naja, wie das so ist. Und zwar zugegeben ein bisschen langweilig, naja, da hörten wir von eurer genialen Wette. Und haben unsere eigene kleine Wette abgeschlossen. Ihr habt auf uns gewettet? Ja, ich habe auf Niles gesetzt. Tut mir leid, so hier. Harry auf dich. Unfassbar. Raus damit. Um wie viel ging es? Um 100.000 Dollar. Meine Güte. Wir wollten das Ganze nur etwas interessanter gestalten. Die Summe ist aber eher nebensächlich. Ihr seid echt eine durchgeknallte Familie, Mann. Und du kennst noch nicht mal alle Familienmitglieder. Aber woher wusstet ihr so genau Bescheid? Wann wer von uns wo ist? Ihr habt doch sicherlich den Zufall überlassen. Ja, ein paar von uns bezahlte Experten haben an euren Wagen kleine Sender angebracht. Die Typen im Eurotunnel? So ist es. Naja, zwischendurch habt ihr ja leider die Transportmittel gewechselt, aber bei den Ersatzfahrzeugen in Anchorage, da war das Anbringen der Sender natürlich noch einfacher. Die standen ja schon seit Wochen dort herum. Und Mr. Dickens, der für die Farbe deiner Nase verantwortlich ist, Niles, hat euch dankenswerterweise schon verfolgt, bevor ihr das Motorrad gekauft habt. So konnte er euch auf der Spur bleiben. Ihr seid wirklich das Allerletzte. Ach ja? Dabei weißt du noch gar nicht alles, mein lieber Niles. Du erinnerst dich an die kleine Episode in Russland? Hast du gewusst, dass dein guter Geschäftsfreund Andrei Baranov auch mit mir viele Jahre eine wirklich sehr gute Geschäftsbeziehung gepflegt hat? Andrei? Oh Gott, die Fischstäbchen. Soll das heißen, Onkel Harry? Du hast mich vergessen. Aber wo denkst du hin? Lediglich eine kleine Unpässlichkeit, die dich vielleicht ein paar Stunden zurückfallen lassen sollte. Nicht zweifeln. Wovon sprechen die beiden? Das erzählen wir euch später. Und was wollt ihr jetzt tun? Die Rennfahrt ist noch nicht zu Ende, oder? Nein, aber als erstes machen wir euch einen Strich durch die Rechnung. Niles, bring mir Papier und einen Kugelschreiber.